Und jetzt habe ich beim Lesen gemerkt, an der Stelle, wo er was murmelt und dann behauptet, er hätte gemurmelt, dass sie eine tolle Philosophin ist. Und sie dann zugibt, ja, ich bin eine Philosophin. An der Stelle muss ich immer weinen. Also jedes Mal, wenn ich das lese, kommen mir die Tränen. Und dann merke ich, an der Stelle hat die Figur ihren Bruch. An der Stelle, das ist der Knackpunkt. Und der Knackpunkt ist der, dass sie nicht die Art Frau ist, die der Prinz will. Der Prinz will eine Emilia, der will eine Bauernmädchen. Mädchen, was vielleicht nicht sonderlich helle ist, aber schlicht und einfach. Und das wird sie nie sein können, weil sie wird als Philosophin betrachtet. Und sie ist einfach auch durch ihre Position als Gräfin dazu gezwungen, sich so zu verhalten. Wenn du die Kasse suchst, die ist schon auf der Bank. Welche Kasse? Wer hat dich geschickt? Der Senneisen, der Ferdi? Ich habe draußen ihr Schild gesehen, dass sie eine Bedienung suchen. Dann sag den beiden mal, dass ich meine Schulden bezahlt habe, ja? Sie suchen noch eine Bedienung von Montag bis Donnerstag, oder? Ja, und jetzt glaubst du, jeder hergelaufene Depp kann den Job hier einfach so machen, ja? Also, wenn ich mir ihre Gläser so ansehe, auf jeden Fall. Du hast denn vorher gearbeitet? Ich bin ausgebildete Hotelfachfrau. Die letzten Jahre war ich in Kenia im Diani Beach Resort. Na, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe da nämlich meinen Mann Abu kennengelernt. Das ist eine witzige Geschichte. Abu ist nämlich der Sohn des Stammesoberhauptes Amira Kilinyero, Stamm der Kikuyu. Da hast du dich gleich mal ins gemachte Nest gesetzt.